Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Cave. Wir sind in einer neuen Session und haben uns natürlich ein bisschen schlau gemacht, weil wir hier schon letztes Mal hingen. Und zwar ist uns aufgefallen, dass der Wind recht stoßartig weht. Das heißt, wir probieren jetzt einfach mal. Wir nehmen jetzt das Lotusblütchen. Ja, ich bin auch noch da. Ja. Das stimmt. Ich werde den einfach nicht los. Was vielleicht, weil bei anderen ist es ja auch so, also wir müssen jetzt ja langsam laufen. Und wie der Ero das jetzt schon gerade macht, ja, du wirst mich nicht los, stimmt. Das ist mir gerade aufgefallen, dass du es gesagt hast, Entschuldigung. Wie der Ero das gerade schon korrekt macht, der, wie man es auch gesehen hat, der Wind trifft ihn in den Rücken. Der Rücken schildert, ja, macht man das. Der Rücken dient als Schild und deswegen wird der Wind abgewandt. Und jetzt machen wir erstmal und schauen dann, wie es ausgeht. Drin. Ich bin so gut und danke für den wunderschönen Monolog. Keine Ursache, immer gern. Du weißt doch, dass ich ein Singleplayer-Let's Play hier draus machen wollte. Natürlich, natürlich. Aber ich glaube, ich krieg das hin, ich krieg das hin. Jetzt. Schnell, schnell, nein! Nein! Ich war so nah dran, so nah! So close! Ich probier's nochmal. Warte, dreh dich um! Ja, ganz ruhig. Du hörst, wenn der Wind anfängt, durch das Klingeln, wenn es lauter wird. Ich achte einfach drauf, wenn der Wind jetzt kommt. Ja, ganz ruhig. Deswegen hängt da ja dieses Windspiel. Ich finde, dass wir rechtzeitig fertig werden. Hey, wer hat dich hier reingelassen? Wer bist du überhaupt? Ich bin ein guter Freund. Ja, wir sind jetzt zu dritt. Ich und der komische Spacko. Ich laufe jetzt trotzdem auf zweimal lang. Nein! Alter, willst du mich verarschen? Ey, komm. Weißt du, hier hinten kannst du 2 Kilometer weit laufen. Ja, weil da vorne kommt dann halt wieder Dings, der... Wenn ich jetzt nicht hinkriege, dann musst du das mal probieren. Ich? Ja, klar. Ich? Ja, hallo? Wenn ich schlecht, dann du probieren und vielleicht du gut? Das würde mich wundern. Ich muss es ganz ruhig angehen, ganz ruhig. Ganz chillig, Bruder. Was ist das jetzt? Komm schon. Dreh. Ja. Ganz ruhig. Dreh. Ja. Weißt du, ich kann das nicht mal abstellen oder so, um kurz das Fenster zu schließen oder so ein Blödsinn. Du musst Telekinese benutzen. Ich trau mich nicht, da kommt doch dauernd Wind rein. Lenkst du mich gerade ab oder was? Nein. So, pass auf. Ich doch nicht. Jetzt. Nein. Alter, willst du mich verarschen? Ich kann es auch gar nicht irgendwie abstellen. Ja, gut, tu das. Das ist jetzt einfach. Oh, da hast du mir meine Rolle weggenommen. Ja, hast du doch auch, oder? Du hast doch gesagt, ich soll es nehmen. Ja, mach doch einfach. Ich. Okay. Super. Stimmt, du hast es ja viel schwieriger mit dem Controller. Ich halt einfach brav Shift gedrückt, weißt du? Weißt du? So viel zu viel schwerer. Oh Gott. Ich nehme alles zurück. Das ist nämlich ein Test der Willenskraft und der Geduld, die man ja als Mönch immer braucht. Und ich weiß nie, was ich gerade für Quatsch rase. Ja, das weiß niemand. Aber immerhin wird gefaselt, das ist schon mal gut. Wäre blöd, wenn wir jetzt hier rumsitzen und einfach still sind. Ja, wobei, mir wurde erzählt, die Leute können nicht anständig kommentieren. Nein, mir wurde erzählt von Bekannten, die das Let's Play gesehen haben oder angucken. Nein! Siehst du? Okay, warte. Ich probier's doch mal mit. Das Fenster, vor dem Fenster ist immer ein Luftzug. Dann probier ich es mit
für die Chinesen wir oder so? Wir könnten es versuchen. In zwei Etappen. Ach nee, wenn du es runter tust, fällt es weg, oder? Versuch's mal abzusetzen. Nee, nee, nee. Ich weiß, was du vorhast. Ja, ja, ist dann der Ritter, das nimmt, du vorläufst und. Ich weiß, was das Problem ist. Ja, ich probier's mal kurz. Ich setz mal kurz ab. Warte kurz. Warte, bis der Wind rum ist. Dann setz ich's kurz ab. Und du probier's mal kurz zu nehmen. Nee, das geht gar nicht. Also, nee, nee. Dachte ich mir aber schon fast. Dann nehme ich die Feder. Tu das. Feder braucht man ja. Zwar nicht doof. Ja, ich habe vergessen, Shift zu drücken. Ich komme auch gar nicht dazu zu erzählen, was ich eigentlich erzählen wollte. Auf jeden Fall wurde mir erzählt, dass wir doch wir uns relativ unbeholfen benommen haben. Einige Zuschauer meinten, dass das doch von vornherein sehr ersichtlich wäre, wie diese Rätsel zu lösen seien. Wir wollen nur mal kurz darauf hinweisen, es ist eine komplett andere Atmosphäre, wenn man das gerade spielt. Also jetzt gerade... Richtig. Und der Zuschauer sieht immer mehr Leute. Immer. Es ist halt so, du bist einfach aufmerksamer und du bist nicht damit beschäftigt, nebenbei zu reden. Also du bist... man ist einfach... Geil, es funktioniert, es fungiert. The monk has completed the second trial of Zenness. He seems to be tackling these challenges in good faith and the proper spirit of calm. Of course, still waters run deep and very, very dark. Wir haben vergessen, ein Schild zu lesen. Du möchtest lesen, habe ich gehört. Ja! Halt, will ich nicht. Monk, okay, Link. Ein geordneter Geist sucht Ausgeglichenheit in allen Dingen. Ein fauler Geist benutzt einfach das Internet. http://monkpuzzle.com. Sekunde kurz, ich habe meinen Laptop da, ich gehe das nachschauen. Okay, während. Guck das nach. Der guckt das jetzt tatsächlich nach. Währenddessen gucke ich mal. Ah, okay, vier. Okay, vier Gallonen. Und das sind sieben Gallonen. Was haben wir hier? Sind es 6 oder was war das nochmal? 6 Gallonen Wasser. War es .com oder .de? Schau mal kurz. Komm. Ja, komm. So. Nein. Sag mir die Seite jetzt. Ach, wie geil. Das freut mich. Also 7 Gallonen. Hier steht da mehr oder weniger genau, was wir machen müssen. So, jetzt leere ich da 4 Gallonen rein, dann habe ich hier noch. Wie viel habe ich denn noch drin? 3. Richtig, 3 Gallonen Wasser. Dann leere ich die 4 weg. Ich würde gerne die 4 wegleeren. Kann ich die nicht irgendwie wegleeren oder so? Nein, den würde ich gerne wieder nehmen. Ach, das funktioniert. Ach so, es verschwindet automatisch. Es sind 4 leere. Hä? Ach, es sind wieder automatisch alle leer. Okay, Moment. Ich hole mir nochmal 3. Ich kenne diese Art von Puzzle oder von Rätsel aus. Es steht da sehr detailliert, was passiert. Ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen, aber steht da halt, falls wir Hilfe brauchen. So, jetzt haben wir hier. Ich nehme mal kurz die Feder weg. Wir haben hier 4 Gallonen Wasser. Wo ist eigentlich der Hilfe? Das ist eine gute Frage, die haben wir verloren. Dann kurz, ich hole. Ach, der ist da unten. Das ist doch vollkommen. Okay, dann überlege ich mir kurz mal dieses Rätsel. Es kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß, es liegt. Wir müssen das umschütten und so weiter. Und da müssen wir dann auf 6 Gallonen kommen. Das kam doch in einem von diesem James. Nicht James Bond. Stirb langsam war es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Stirb langsam. Das an der ersten kam war es. Problem ist jetzt, ich bräuchte jetzt noch ein Gefäß, wo ich diese 3 Gallonen reintun kann. Da hinten ist doch irgendwie ein Krug, oder? Nein, ich warte kurz. Ich muss und zwar. Warte kurz. Nee. Ich muss ja auch kurz überlegen. 7 leer. Du schwimmst so elegant wie ein Delfin, oder wie heißt und das? Wie ich mit dem Otter? Weiter. Nicht Otter. Ja, ja. Ah, wie war denn das noch gleich? Ich weiß es nicht mehr. Monkpuzzle.com. Wie war denn das? Hast du eine Idee? Ich komme gerade nicht drauf. Ich komme gerade nicht drauf.
Ich habe mir das zwar flüchtig durchgelesen, aber viel weiß ich davon auch nicht mehr. Jetzt hast du da drin 4 Gallonen. Also ich da drin das 4 Gallonen haben, ja? 4 Gallonen Wasser. Und hier habe ich jetzt nochmal... Wie? Da hast du nochmal 4 Gallonen Becher, oder? Hier habe ich nochmal 4, genau. Ich muss nochmal 2 wegkriegen. Wie kriege ich nochmal 2 weg? Ich kenne dieses Rätsel. Es regt mich so auf, dass ich es eigentlich kenne. Aus dem anderen Spiel, aber mir fällt gerade nicht ein, wie es zu lösen ist. Mir fällt es gerade nicht ein. Ja, da waren wir schon da. Ja, geht auf diese Internetseite, Leute. Guckt's euch an. Bitte tut das. Das gibt's sogar. Das ist das Traurige. Nein, traurig nicht. Das könnte uns potenziell nachher weiterhelfen. Also 4 Gallonen. Es gibt auch nicht irgendwie, dass man nur halb voll macht, oder? Nee, das, darum geht's ja, dass du sie ganz voll machen kannst und dann umleeren. So. Warte, wie viel habe ich jetzt hier drin? 1 Gallone. Da sind jetzt 7 Gallonen drin. Ach, der leert gar nicht dann alles. Ich dachte irgendwie, dass er dann den Rest wegleert. Ach, der behält die ja. Dann ist er natürlich logisch, wie wir das hinkriegen, ne? Wie? Nee, ich hab's wieder vergessen. Oh Gott! Nein, ich weiß es. Ich weiß es. Bitte? Nee, ich weiß es noch nicht. Kläre mich auf. Shit, da passen ja 7 rein. Das war jetzt nicht so gut. Was? Bei mir? Ja, pass auf. Und zwar... Dann nicht wegleeren. Beides brauchen wir nicht leer. Jetzt hol du nochmal Wasser und leerst ihn mal da rein nochmal, die 4. So. Ja, da rein. Hast du 1 Gallone, ja? Nein, ich habe einen leeren, weil du hast den größeren Krug. Hey, du hast gerade eben nur 4 reingeleert. Ja. Dann hast du nochmal 4 reingeleert. Jetzt habe ich 4 Gallonen da drin. Da sind 4 Gallonen drin. Achso, dann leer nochmal 4 rein, sorry. Ich dachte, du hast schon 2-mal reingeleert, deswegen. Nein, wir haben jetzt nur einmal jetzt, drin. Genau, jetzt pass auf. Jetzt habe ich 1 Gallone. Genau, und die hebst du kurz auf, bitte. Ja. Das wollte ich jetzt gar nicht. So, die tust jetzt da rein. Shit, wir kommen ja nur auf 5. Wollte ich gerade sagen. Nein! Kann man nicht irgendwie noch tricksen oder so? Das ist jetzt, das ist 1 Gallone Wasser? Ja, klar, jetzt leer mal die Dings noch dazu. Ja, klar, jetzt 5, jetzt hol nochmal. Ja, da kommen wir nur auf 7, das passt ja auch nicht. Ja, dann haben wir da 2 drin. Doch, ja, passt, alles gut. Jetzt hast du noch 2 Gallonen Wasser. Ja. Ups, sorry, leer nochmal rein. Nee, stopp, passt, halt, alles gut. Ja, es standen gerade noch Dings dran, deswegen war ich kurz irritiert. Aber so kommen wir jetzt. Leer da deine 2 rein. So, dann holst du nochmal 4 und leerst die dazu. Ah, zwei, jetzt haben wir 6, genau. Richtig. Nee, ich wusste, dass es irgendwie so geht. Ich weiß es. Ich habe das, wie gesagt, schon mal in irgendeinem anderen... Was war denn das? Ich glaube... Runaway. Das ist ein sehr cooles Adventure. Let it be known that the cave does not approve of using external sources to circumvent official tests of skill and intellect. So I'll just give them the benefit of the doubt on this one. In any case, that's trial number 3 complete. Technically. Tag Hilwili. Tag Helge. Schneider. Tag Reinhold. So. Reinhold, Helge. Ich möchte wieder irgendwelche Bilder holen. Ich erkenne mich. Da muss ich mich einfach fragen, kennst du eigentlich Avatar? Also Herr der Elemente, die Serie auf Nick da? Ja. Den Film fand ich ziemlich brutal verschissen. Dieser The Last Airbender, oder wie hieß denn der? Ja. Yeah. Im Verhältnis. Wow. Im Verhältnis zur Nick-Serie richtig traurig. Der Weg zur Erleuchtung ist eine Reise des friedvollen und ruhigen Geistes. Sehr schön.
Ja, und ich muss zugeben, also halt, ich hier fand sind drei Matten, wir müssen zu dritt hier hin. Naja, ich fand ja grundsätzlich die Idee toll, dass sie den verfilmen will. Ich finde die Serie klasse. Aber das, was sie aus diesem Film gemacht haben, das war so. Oh, ich fand das so ekelhaft. Traurig. Ja, eklig traurig. Hörst du mich noch? Was? Es ist so laut gerade. Ich hab dich nicht verstanden. Was? Habt ihr was? Ich glaube, jetzt müssen wir uns alle hier. Ich geh rechts. Was? Ich bin am Arsch. Ganz faul aus der Entfernung. Den mögen wir nicht verlieren. What the fuck ist mit dem Hillbilly jetzt los? Don't move, don't move. Lass ihn da ein bisschen fallen. Der darf nicht aufgehen, bitte. Der schwimmt. Wir haben die falschen Objekte. Wir müssen die gleich tauschen. Nein, der Ritter hat richtige. Ja, klar, aber der Hillbilly gehört, der muss den Teddy. Boah, ist das gerade laut. Ich habe keine Ahnung, ob man uns gerade hört. Wenn nicht, wir haben gerade die ganze Zeit geredet. So, warte ganz kurz. Lass uns kurz tauschen, Hillbilly. Ach, ich bin Hillbilly. Ja, nutz einmal kurz. So, wunderbar. Und auf geht's nach oben. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das Spiel nähert sich einem Ende, aber das habe ich schon vor 2-3 Folgen gesagt, aber also, na, wer weiß. Und der Drache greift an, unglaublich. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen auch, was passiert ist. Damit kommen die jetzt mit dem Drachen, jetzt, nachdem die Prinzessin schon lange gefespert wurde. Hey. Wir sind doch schon alle da. Alle drei. Was das? Ich hab keine Ahnung. Mal wieder. Ist aber nichts Neues in diesem Spiel, auch bei ihm. Nein. Das Nein. ist doch kein. Da, geh weg! Ja, du hast auch keine Ahnung. Das ist schön. Sind ja schon zu zweit. Was ist denn. Was denn mit dem Affen? Guck mal, ob der Mönch auf den Affen irgendwas anwenden kann. Den großen da, der da in der so in der. Ich fange den Satz nochmal an, der da so in der Mitte rumhängt. Nö. Ups. Auch dazu. Erstes Mal diese Folge. Möchte ich schweigen. Scheiße, wir kommen schnell wieder drauf. Sind die Objekte eigentlich wieder da? Nee. Nein. Aber. I has a think. We go all there down. We go all there down. Right now. And I guess this is the best idea I ever had. Jetzt stellen wir uns noch mal schön auf die Podeste. Ich wollte gerade fragen, warum haben wir auf Englisch gewechselt? Keine Ahnung. Du hast angefangen. Ich? Ja, ich war. Ja, Bitch, hast du. Hab ich nicht? Ja. Ah, es ist wieder, er ist wieder da. Halt. Mich? Ja, ich bin wieder da. Hey, warum ist sie schon wieder da? So, pass auf, jetzt müssen wir gleich den richtigen nehmen. Der Teddy gehört Hillbilly und ich hole dann das Schwert. Das weiß ich doch. Nimm! Ja, ich hab ein Teddy. Hör auf, das Mikro abzuschlecken. Nur ein bisschen. Es ist schon wieder so laut, unglaublich. Kann ich was hören? Also gut, auf nach. Wir sollten jetzt anfangen zu flüstern, nur dass sie denken, dass sie ihre Lautsprecher kaputt sind oder dass es so arschlaut war. Nein, halt, nicht rüberkommen! Hochkommen. Ja, das war es, glaube ich, falsch. Du hättest abspringen können. Wir hätten alle abspringen müssen. Jetzt löse ich gleich die Teppiche auf und wir fallen ganz tief nach unten. Wir dürfen alles nochmal machen. Nein. Ich hatte recht. Verdammt. Sei verflucht. Ich hatte recht. Aber wisst ihr was? Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Und das Rätsel Lösung gibt's dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.